herzlich willkommen im Ring Rostam Ibrahim! Runde 1, Round Number 1. Auf geht's in den Hauptkampf des Abends, liebe Zuschauer. An meiner Seite als Co-Kommentator Artem Harutunjan. Artem, schön, dass du da bist, erfolgreicher Universum-Boxer. Was erwartest du heute hier für einen Fight zwischen den beiden? Liebe Grüße alle zusammen. Also ich erwarte einen spannenden und attraktiven Kampf. Beide sind sehr erfahren und haben eine hohe Schlagkraft. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie der Kampf am Ende ausgeht. Also es geht über 10 Runden um den WBC International Silber im Halbschwergewicht zwischen Rostam Ibrahim, dem Universum-Boxer in der schwarzen Hose aus Essen, und Serhat Güler, dem Boxer in der goldenen Hose aus Istanbul. Das sind, Artem, auf alle Fälle zwei harte Burschen. Du kennst Rostam vom gemeinsamen Training. Das ist einer, der durchaus hauen kann. Beide von Beginn an hier sehr fokussiert. Da war die erste rechte von Güler durch und die linke hinterher. Und da hat Rostam schon Probleme. Oh ja, da sind ein paar harte Dinger durchgekommen. Man hat in den Augen gesehen, dass Rostam schon ein bisschen einstecken musste. Und er muss das jetzt taktisch schlau machen. Er muss das taktisch schlau machen, sonst kann die Sache schnell zu Ende gehen. Aber Ibrahim ist ein erfahrener Boxer. 31 Jahre alt, hier der nächste Schlagabtausch. Wow, unglaublich, wie viele Fäuste hier gerade fliegen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide treffen sich gegenseitig ziemlich hart. Deswegen ist Serhat Güler hier der Titelverteidiger. Aber Rostam Ibrahim mit einer starken zweiten Runde. Harte rechte Hände kommen da durch. Und auch wenn sie teilweise dann nur die Deckung treffen, das zeigt natürlich trotzdem Wirkung. Irrer Fight hier. Güler möchte seinen Titel behalten und Rostam Ibrahim möchte seinen Titel wieder zurückholen. Und dann nochmal eine Kombination links, rechts, links. Wahnsinn. Von Rostam Ibrahim. Und noch über eine Minute zu gehen in der zweiten Runde. Junge, Junge, wenn das so weitergeht, das ist ja kaum zu glauben, was die beiden für ein Tempo gehen. Welche Schlagfrequenz, welche Schlaghärte. Das ist ja eine regelrechte Ringschlacht jetzt hier schon in der zweiten Runde. Ibrahim muss aufpassen. Da wird er zu Boden gedrückt, keine Schlagwirkung. Und die brauchen auf alle Fälle beide diese Nehmerqualitäten. Denn die Schläge kommen hier hintereinander weg auf beiden Seiten. Keine Schauspielerei da im Ring, kurze Entschuldigung, sehr faire Geste der beiden und weiter geht's hier mit diesem Gefecht. Güler versucht ja wieder in den Vorwärtsgang zu kommen, der Konter von Rostam Ibrahim. Zwei, drei harte Hände sind da drin von Rostam. Junge, Junge, was für ein Kampf. Guter Beginn von Rostam Ibrahim hier in der vierten Runde. Die ersten Aktionen, die linke zum Kopf von Güler. Und wie sieht dessen Konter aus? Ja, die rechte von Güler. Aber Auszeiten gibt es sehr, sehr wenige bisher. Nach wie vor extrem hohes Tempo, extrem hohe Schlagfrequenz auf beiden Seiten. Jetzt hat Güler da mal den Kopf unten. Trennkommando vom Referee. Aber ich finde, Rostam Ibrahim macht das sehr gut, obwohl er sich da eine harte linke nimmt. Aber er hat viele Aktionen, geht mutig zur Sache. Er vertraut natürlich auch auf seine Schlagstärke. Er muss aber aufpassen. Da nimmt er sich die nächste linke. Und er hat vor allem natürlich diese harte Rechte, die er da immer wieder einsetzt. Jetzt versucht er es damit aufwärtshaken. Körperhaken von Ibrahim. Artem hat das natürlich messerscharf analysiert. Güler ist ein exzellenter Boxer. Und da kommt die linke durch. Und jetzt muss er aufpassen, auch Rostam Ibrahim. Du hast ja erklärt, warum das so ist. Oh,
Rechter Aufwärtshaken von Güler kommt durch. Dieser Aufwärtshaken war drin. Der Kampf gibt das natürlich auch her. Zwei Boxer, die sich nichts schenken. Gute Aktion hier von Rostam Ibrahim. Die treffen zwar alle die Deckung, aber trotzdem hinterlässt das ja auch Wirkung. Ah, die linke von Güler und die rechte. Oh, harte Hände von Serhat Güler. Und jetzt bleibt es Rostam Ibrahim zum ersten Mal. Und da geht er zu Boden. Harte Linke von Serhat Güler. Und das ist das Ende des Kampfes. Davon kann sich Rostam Ibrahim nicht mehr erholen. Schwerer Knockout in der sechsten Runde. Serhat Güler verteidigt seinen WBC International Silbergürtel im Halbschwergewicht durch den K.O.-Sieg gegen Rostam Ibrahim. Eieieiei, welch ein schwerer Niederschlag, Artem. Da Ibrahim schon angeschlagen. Hallo, da hallo, linke, das hallo. Finale Niederschlag. Er hatte vorher schon gewackelt. Sieger durch Knockout in der sechsten Runde nach einer Minute und fünf Sekunden. Serhat Güler! Wie meine Leistung im Ring war.